International Winter Consumer Electronics Show 1982 in Las Vegas. Präsentiert von M&TV Video. Wir freuen uns, Sie wieder auf Ihrem Privatsender Video im Rahmen unserer internationalen Messeberichterstattung begrüßen zu dürfen. Diese Consumer Show hatte es wirklich in sich. An allen Ecken und Kanten wurden die Besucher von verblüffenden Neuheiten überrascht. Darauf dürfen Sie sich also freuen. Das Neueste bei Videokameras und Videorekordern. Highlights vom Videoprogrammmarkt. Ist die Bildplatte nun ein Erfolg oder nicht? Die große Chance für Rundfunk- und Fernsehfachhändler, Videospiele und Heimcomputer. Ein neuer Trend zeichnet sich ab. Jetzt wird es ernst mit der Digitalschallplatte. Sehen Sie die neuesten Geräte. PCM-Rekorder. Was steckt dahinter? Hat die digitale Aufzeichnungstechnik eine Chance? In diesem Zusammenhang können Sie über einen neuen Trend staunen. Mehr wird jetzt noch nicht verraten. Mikrokassettenrekorder schießen wie die Pilze aus dem Boden. Unser buntes Neuheitenmagazin wird Sie mit Taschenfernsehern, Satellitenantennen, Video- und Audiozubehör, Radiobrillen, Walkphones, Automobil-, Saft- und Kraftanlagen und eine Menge Background-Informationen über den Hi-Fi- und Videomarkt unterhalten. Insgesamt also ein hochaktuelles Informationsbündel auf dem Privatkanal für Rundfunk- und Fernsehfachhändler. Ihr Sender M&TV Video wünscht viel Spaß und gute Unterhaltung. Selbstverständlich auch allen interessierten Laien, die hier hereinschauen. Die glitzernde Neonstadt mitten in der Wüste von Nevada und anerkanntes Glücksritter Eldorado Las Vegas ist, und das wissen vielleicht die wenigsten, auch eine der großen Messe- und Kongressstädte in den USA. Besonders die Konsumelektronik hat hier ihre große Bühne für die jährliche Innovationsshow. Die Veranstalter, erkenntlich an ihren ungewöhnlichen rot-gelben Maßanzügen im Zirkuslook, hatten besonderen Grund zur Freude. Ihre Show wurde zum 25. Mal abgehalten und gewinnt auch international immer mehr an Bedeutung. Statt der erwarteten 45.000 Besucher überrannten rund 70.000 Fachbesucher die Hallen und Messestände. Die Organisatoren hatten neben dem Jubiläum also auch eine echte Belastungsprobe zu überstehen. Woher dieser unerwartete Ansturm kommt? Die Industriebeobachter sehen nur eine Antwort. Das Ende der Rezession kündigt sich an. Und weder Regierung noch Industrie, sondern die Verbraucher werden letztlich die Nation aus der wirtschaftlichen Talfahrt herausführen. So herrschte denn auch überall an den Messeständen eitel Freude. Aber stürzen wir uns doch gleich ins Messegewühl und sehen uns zuerst an, was es in Sachen Video Neues gibt. JVC, der bekannte Erfinder des VHS-Systems, stellte seinen Messestand unter das Motto Zuhause mit JVC und zeigte die Neuheiten in einer gemütlichen Wohnlandschaft. Ob im Schlafzimmer oder im Badezimmer, überall sollen Videorekorder, Fernsehgeräte und Hi-Fi-Anlagen stehen. Hoffentlich geht dabei nicht der Spaß an anderen Dingen verloren. Wie auch immer, ein neuer Videorekorder, der HR7650, war mindestens genauso interessant wie das ausgestellte Mobiliar, denn es ist der erste Stereo-Videorekorder von JVC mit Dolby-Rauschunterdrückung, 4 Videoköpfen und drahtloser Fernbedienung. Bemerkenswert ist auch die Insert-Schnittmöglichkeit, sowohl für Audio als auch für Video. Dieser Nachfolger des Spitzenmodells HR7700 wurde als Frontlader konzipiert und passt von den Ausmaßen her zu handelsüblichen Hi-Fi-Komponenten. Dieser Trend war übrigens bei den meisten Herstellern zu beobachten. Videorekorder aller Systeme tendieren zum Frontlader, zum Stereobetrieb und passen zu den Hi-Fi-Anlagen der jeweiligen Hersteller. Besonders augenfällig ist dabei der Messeknüller von Sony, der SL2500, ein Frontlader-Betamax-Rekorder, der nicht höher als 3 übereinandergelegte Beta-Kassetten ist und zur Sony Hi-Fi Slimline-Serie passt. Aber nicht nur die Maße können sich sehen lassen. Auch technisch hat's der neue von Sony in sich. Swing Search heißt die Möglichkeit zur doppelten Geschwindigkeit vorwärts und rückwärts. Die Zeitlupe erfolgt mit 1/10 oder mit 1/5 der normalen Geschwindigkeit.
Die Standbildwiedergabe bei Freeze ist einwandfrei. Beim Suchlauf wird die jeweilige Geschwindigkeit durch römische Ziffern angezeigt. Beta 2 bedeutet die 9-fache, Beta 3 die 15-fache Suchgeschwindigkeit, und zwar vor- und rückwärts. Die Hauptfunktionen können über eine drahtlose Fernbedienung im neuen Design bedient werden. Sonys Remote Commander RMT-312. Ebenfalls als Frontlader, allerdings etwas wuchtiger, wurde der SL-5000 konzipiert. Er unterscheidet sich technisch nur wenig von den bereits bekannten Sony-Videorekordern. Aus dem Beta-Lager stammt auch die Neuerscheinung von Toshiba, der V8500 mit Super-Standbild und Super-Zeitlupe, wie es heißt. Möglich wurde das störungsfreie und vibrationslose Standbild auch hier durch den Einbau von 4 Videoköpfen in der Kopftrommel. Die Quad-Track-Technik ermöglicht darüber hinaus noch eine Menge von Spezialeffekten, die hier mit Ross und Reiter recht anschaulich dargestellt werden. Suchlauf mit 30-facher Geschwindigkeit, mit 10-facher Geschwindigkeit, Standbild, Bild für Bild, Superzeitlupe, Normallauf und doppelte Geschwindigkeit. Die Fernbedienung wahlweise drahtlos oder mit Kabel. Fischer, bislang treuer Beta-Anbieter, überraschte in Las Vegas mit 2 neuen Videorekordern im VHS-Format, dem FVH 510 und dem FVH 520. Der Preis unter 2000 Mark. Fischer bleibt der Low-Cost-Linie treu. Bei den Videokameras geht der Trend zu weiterer Bedienungsfreundlichkeit und einfacher Handhabung, wie hier bei Panasonics neuem Modell PK805 gut zu sehen ist. Das Bild bleibt durch die Autofokus-Einrichtung auch beim Zoomen scharf. Automatischer Weißabgleich, Blendenautomatik, Lichtverstärkungsautomatik sind selbstverständlich. Ein blinkendes Lämpchen, vorne eingebaut, zeigt dem vor der Kamera stehenden Aufnahmeobjekt, wann es aufgenommen wird. Die Puppe allerdings liest das kalt. Sie hat genügend Kameraerfahrung. Ein interessantes Feature ist die an der Kamera angebaute Videorekorder-Fernbedienung. Einen Zoom-Hebel sucht man an dieser Kamera vergebens. Der flache Motor-Zoom-Kippschalter wurde in den elektronischen Bildsucher eingebaut. Öfter mal was Neues. Bei schneller Bewegung des Objekts hat die Kamera allerdings kleine Schwierigkeiten. Der Autofokus hat eine Schrecksekunde, bevor er reagiert. Ansonsten scheint die sogenannte Omni-Pro-Kamera gelungen. Sie bietet ein gutes Bild mit wenig Nachzieheffekt. Auch JVC präsentierte ein neues Kameramodell, die GX44U, ein bedienungsfreundliches Leichtgewicht von etwa 1 Kilogramm und niedrigen 6 Watt Leistungsverbrauch. Schon bei 70 Lux gibt es brauchbare Bildergebnisse. Die horizontale Auflösung beträgt 270 Zeilen. Wir werden das Modell sicher spätestens zur Fotokina präsentiert bekommen. Preislich wird sie zwischen 1600 und 1800 Mark liegen. Bei Hitachi stand selbstverständlich die röhrenlose Kamera VKC1000 im Mittelpunkt. Das Herzstück und Röhrenersatz, der Bildsensor in MOS-Technik, kann auch dann nicht mehr einbrennen und zerstört werden, wenn man das Objektiv voll in die Sonne hält. Außerdem ließen sich die Kameramaße auf Super 8 Format herunterbringen. Der röhrenlosen Technik wird sicher die Zukunft gehören. Der Anfang ist gemacht. Beim Videozubehör sorgt vor allem die Mikroelektronik und Mikrocomputertechnik dafür, dass die Zusatzgeräte immer intelligenter und vielseitiger werden. Ein Beispiel dafür ist der VideoScribe von Comprehensive Video Supply Corporation, ein Videotitel- und Grafikgerät, das das Herz jedes Videoamateurs und Profis höher schlagen lässt. Auch im kommerziellen Bereich beim Rundfunk- und Fernsehhandel lässt sich dieses Gerät hervorragend einsetzen, um im Schaufenster eigene Werbung im 5-Sekunden-Takt über den Bildschirm flimmern zu lassen. Sehen wir uns die Funktionen an, dann wird klar, was gemeint ist. Die Bedienung ist kinderleicht. Create wird gewählt. 8 verschiedene Farben stehen zur Auswahl. Groß- und Kleinschreibung. Der Text wird eingegeben. Und dann die richtige Position festgelegt. Bei jedem Buchstaben kann die Farbe geändert werden. Das Bild wird gespeichert und kann dann jederzeit abgerufen werden.
Über den direkten Videoausgang kann das Bild leicht aufs Videoband aufgezeichnet werden. Fantastische Titeleinblendungen sind auf diese Weise realisierbar. Oder aber man wählt den 5-Sekunden-Takt der abgespeicherten Bilder und kann Sonderangebote, Werbung und so weiter direkt auf einen im Schaufenster aufgestellten Fernsehapparat übertragen, sogar mit eigener Grafik. Senkrechte und waagerechte Linien sind genauso möglich wie Mosaikbilder, die aus diesen Grafiksymbolen unterschiedlicher Breite und Höhe mehrfarbig zusammengesetzt werden. $695 wurden uns als Preis für das Gerät genannt, eine preiswerte Videosensation. Innerhalb von 30 Sekunden soll auch der verschmutzteste Videokopf gereinigt sein, mit einer Reinigungskassette von Scotch 3M. Wenn diese Schrift auf dem Bildschirm erscheint, hat der Benutzer auch die optische Bestätigung, dass sein Kopf sauber ist. Sein Videokopf natürlich. Für Videogourmets haben die Hersteller Videobänder mit exzellenter Bildqualität und praktisch drop-out-freier Wiedergabe entwickelt. Bei JVC heißen sie HG für High Grade und bei Fuji gar Super High Grade. Die Bänder kosten zwar etwa ein Drittel mehr als das herkömmliche, bringen dafür aber absolute Studioqualität. Eine gute Idee sind sicher auch die neu eingeführten Laufzeiten mit 80 und 100 Minuten. Spielfilme können somit genau auf einem Band optimal untergebracht werden, ohne zu viel restliches Leerband zu verschenken, das dann zu keiner Aufzeichnung mehr reicht. Was gibt es Neues bei Videoprogrammen? Einem Markt, der auch in den USA sprunghaft ansteigt. Es hat sich ja auch hier schon herumgesprochen, was in Las Vegas zur Consumer Show verkündet wurde. Magnetic Video ist tot. Es lebe die 20th Century Fox. A new name, a new look, a new dimension. So wirbt der Hollywood-Gigant, der auf dem amerikanischen Markt als Videomarktführer gilt, um neues Vertrauen bei Händlern und Kunden. Und so sieht das neue Logo aus, das den Namen Magnetic Video für immer tilgen soll. Vielleicht schafft es auch die deutsche Truppe, mit diesem Zeichen erfolgreicher zu sein. Kummer hat sie ja genug. Neu im Programm ist beispielsweise Mel Brooks' Film Geschichte der Welt, der gerade in den deutschen Kinos angelaufen ist. Der Gründer von Magnetic Video, André Blay, der inzwischen seinen ehemaligen Brötchengeber verlassen hat, macht in Las Vegas erneut von sich reden. New Look heißt das Männermagazin auf Video, das monatlich erscheinen soll und durch Werbung getragen wird. Video, so scheint es, wird völlig neue Medienformen eröffnen und der Mut der Pioniere, neue Wege zu gehen, wird sicher noch viele Videovarianten kreieren. In den USA schießen auch immer mehr Spezialprogrammanbieter auf den Markt, wobei selektierte Filmklassiker, Musikprogramme, Theateraufführungen und How-To-Programme besondere Bedeutung gewinnen. Hier ein paar Ausschnitte aus dem Gymnastikprogramm eines Anbieters. Dass die neuesten Kino-Hits auch Videorenner sind, versteht sich von selbst. Der hautnahe Kontakt mit Spider-Man muss wohl für viele Messebesucher ein besonders kribbelndes Erlebnis gewesen sein.
Wenn man allerdings die Publikumslieblinge nach dem größten Gedränge auf der Messe zu beurteilen hätte, dann wären das die Pornostars gewesen, die mit ungenierter Offenherzigkeit ihren glühenden Verehrern Autogrammstunden gaben. Eine solche Unbefangenheit den Pornofilmen gegenüber, wie sie Amerikaner an den Tag legen, wäre bei uns, noch dazu auf einer Messe, ganz undenkbar. Eine Marilyn Chambers oder eine Sika ist in den USA genauso bekannt wie eine Shirley MacLaine oder Liza Minnelli. Starkult auf amerikanisch. Für die, die nicht im Rampenlicht stehen, gilt eher Tendenz lustlos. Eine Marktsättigung oder Nachfragerückgang bei Pornokassetten ist jedenfalls nicht registrierbar. Die Anbieter bleiben potent auf dem Markt. Wie potent sind aber nun die Bildplattenhersteller? Gerade diese hochgelobte Produktgruppe, Bildplattenspieler und Programme, der die meisten Händler skeptisch gegenüberstehen, wurde besonders kritisch betrachtet. Welches System wird nun favorisiert? Das europäische Laservisionssystem, das japanische VHD-AHD-System oder das amerikanische CED-System? Was diese Systeme unterscheidet und wie sie arbeiten, Markt und Technik rund um die Bildplatte, dazu gibt es ja von M&TV Video auf Videokassette einen einstündigen Informationsfilm, doch das nur nebenbei. Was brachte nun Las Vegas Neues? Um es kurz zu machen, an Geräten wurde nur ein modifizierter VHD-Spieler von JVC gezeigt, ein Mehrnormengerät, das entweder PAL, SECAM oder NTSC-Signale auf den Fernsehmonitor bringt. Konsequenz? Weltweit austauschbare Bildplattenprogramme, ein Novum in der Geschichte von Fernsehen und Video, sieht man einmal von Mehrnormen-Videorekorder der gleichen Firma ab, für den man aber auch ein Mehrnormen-Fernsehgerät braucht. Das CED-System von RCA scheint eindeutig auf der Verliererstraße zu sein. Statt 200.000 neue Geräte wurden im vergangenen Jahr nur 40.000 Stück abgesetzt. Die 4 Millionen Mark Entwicklungskosten für dieses System rentieren sich also noch lange nicht, zumindest was die Geräte anbelangt. Überraschend gestaltete sich allerdings der Verkauf von Bildplatten, die angepressten CED-Bildplatten fanden einen Käufer. Das Programm wurde inzwischen auf 400 Titel ausgedehnt. Die Gerätekäufer hatten also doppelt so viele Platten gekauft, wie die Industrie erwartet hatte. Ein Videogeschäft in den USA halten, im Bildplattenprogramm völlig fehlen. Kein Wunder, dass auch bei den anderen Bildplattensystemen wegen des großen Plattenverkaufserfolges das Angebot zügig erweitert wurde. Beim Laservisionssystem gibt es immerhin schon 250 Titel. Den großen Programmknüller ließen allerdings die VHD-Anbieter in Las Vegas vom Stapel. Während es bei der Consumer Show in Chicago ein halbes Jahr vorher außer ein paar Demonstrationsplatten nichts Vorzeigbares gab, knallte die VHD-Gruppe nun gleich 250 Titel auf den Markt. Die eigentliche Sensation, das Programmgeschäft wurde in einer einzigen, neu gegründeten VHD Programs Incorporation konzentriert. Die Gemeinschaftsfirma der VHD-Gerätehersteller wie JVC, Panasonic, Sharp, Mitsubishi und so weiter soll nun Nägel mit Köpfen machen und sich auf den Verkauf der Bildplatten stürzen. Während beim Laservisionssystem eine Reihe von Firmen ihr Glück mit Bildplatten versuchen, heißt das Motto der Japaner, bei Geräten getrennt marschieren, bei den Programmen vereint schlagen. Man darf gespannt sein, was die europäische VHD-Truppe JVC, National Panasonic, Sharp, Telefunken und Thorn EMI bei ihrem Start im Herbst dieses Jahres auf die Beine stellen. Das Rennen ist noch nicht gelaufen, die Startlöcher aber schon gegraben. Die VHD-Programme, die in Las Vegas präsentiert wurden, reichten vom Kinofilm über Theater, Musical, Sport, Lehrfilm bis zu Kinderprogrammen und Dokumentationen, wie Programmchef Paul Forster erläutert. Man arbeite an der Entwicklung von interaktiven Bildplatten, die es dem Betrachter ermöglichen, die Szenen, die er sehen will, auch abschnittweise immer wieder anzusehen. Zwischen $15 bei Instruktionsprogrammen und $29 bei Kinofilmen variierte der Preis solcher Bildplatten. Broadway plays, Las Vegas shows, and other kinds of musical programming, taking advantage of the stereo features of a player. We'll also have instructional materials that are interactive in nature. That is, the materials are no longer linear,
by nature, but they're interactive, giving the consumer the opportunity to look at the program in the sequence the consumer wishes to see it and check back and forth within the program for highlights and different points. We will launch in the United States in June of 1982 with 254 titles. We will launch in Japan through JVC in April of 1982, and in Europe in July of 1982 through Thorn EMI. Doch nun zum absoluten Höhepunkt der Las Vegas Show, den Videospielen und Heimcomputern. Die Branche ist sich nach dieser Messe im Klaren. In diesem Bereich findet der Rundfunk- und Fernsehfachhandel ein neues Riesengeschäft. Von der Eröffnung bis zum Schluss der Consumer Show boten die Messestände der Aussteller das gleiche Bild. Dichte Belagerung und grenzenlose Spielwut der Besucher. Vielleicht hat auch die Spielerstadt Las Vegas dazu beigetragen, diese Produktgruppe zu favorisieren. Aber wenn man die Verkaufszahlen der Spielkonsolen und Spielkartuschen betrachtet, so zeichnet sich ein weltweiter Boom ab. Um die Marktanteile streiten sich rund ein halbes Dutzend Anbieter. Atari ist dabei mit 75% absoluter Marktführer, gefolgt von Mattel mit etwa 15%. Weitere Anbieter sind Odyssey, eine Philips-Tochter, Astrovision, Imagic, Activision und Coleco. Von der Personal-Computer-Seite kommen noch Commodore, Apple, Texas Instruments und Philips als die wichtigsten Spieleanbieter dazu. Ein Markt, der auf etwa 8 Milliarden Mark in diesem Jahr geschätzt wird, ist es sicher wert, einmal genauer beleuchtet zu werden. Was so an Neuheiten bei den rund 1000 angebotenen Spielen in Las Vegas zu sehen war, lässt Thomas Gottschalks Telespiele zu Videowürmchen verkümmern. Sehen wir uns einige Spiele im Detail an. Die dritte Generation an Videospielen stellt wirklich alles bisher Dagewesene in den Schatten. Barnstorming heißt dieses Spiel, das nur auf den ersten Blick einfach aussieht. Durch Scheunen, über Windmühlen, durch Gänsescharen muss der Pilot fliegen, auf Zeit. Eishockey, lebensecht. Was glauben Sie, was das für einen Spaß macht, dem Gegner aufs Bein zu holzen? Zumal das Geräusch der schleifenden Schlittschuhe und die Schläge eine absolute Realität vortäuschen. Haben Sie das gesehen? Das Angelspiel, das wir als Kinder mit Begeisterung gespielt haben, hat eine elektronische Videovariante gefunden, wenn nur der schwarze Hai nicht alles wegfressen würde. Dieses Spiel ist der perfekte Psychiater. Manche Aggression auf ungeliebte Zeitgenossen könnte man mit diesem Spiel aus der Welt schaffen. Eine Empfehlung für Chefs, Politiker, Ehepaare und streitende Kinder. Das Spiel befreit. Peng, und noch eins drauf. Für Science-Fiction-Freaks ist sicher Demon Attack das Richtige. Oder wie wäre es mit dieser Laserschlacht? Das Spektrum der Spiele reicht vom einfachen Gesellschaftsspiel wie Schach, Brett- und Kartenspielen über Sport, Rennen, Weltraumschlachten, Lern- und Geschicklichkeitsspielen bis zum Strategiespiel. Der Einfallsreichtum der Ingenieure ist grenzenlos. Wer einmal eine Spielkonsole gekauft hat, wird sicher auch noch weitere Spielkartuschen mit anderen Programmen dazu kaufen. Der Vergleich mit Videorekordern drängt sich auf. Wer das Gerät hat, kauft sicher nicht nur eine Kassette. Dabei ist das Videospielvergnügen relativ billiger. Die Grundausrüstung kostet zwischen 300 und 500 Mark, jedes Spiel zwischen 40 und 60 Mark. Auch die vierte Generation wurde schon vorgestellt. Spiele, die mit menschlicher Sprache dem Spieler Aufträge geben, die er erfüllen muss. Das Videospiel als intelligenter Spielpartner. Big Video Brother is watching you.
was die normalen Heimcomputer nicht geschafft haben, Kaufobjekt für jedermann zu werden, schaffen Videospiele durch die Hintertür. Denn die Bedienung wurde wesentlich vereinfacht. Der Trend geht dahin, dass man nicht mehr die Programmiersprache Basic lernen muss, um mit den Geräten umgehen zu können, sondern früher oder später wird man mit den Computern normal reden. Sie werden fast alles tun, was man von ihnen verlangt. Möglich wird das mit Sprach-, Ein- und Ausgabeelektronik. Computer hören auf die menschliche Stimme. Die Videospielhersteller tragen diesem Trend schon Rechnung. Mattel, der Branchengeheimtipp, baut seine Intellivision-Spiele mit zusätzlicher Tastatur, Kompaktkassettenspeicher und weiteren Zusatzgeräten aus. Das Spiel wird zum Heimcomputer und damit zum Buchhalter, Bankfachmann, zum Komponisten, Sprachlehrer und Geographielehrer. Dass nicht die Spielzeuggeschäfte, sondern die Fernsehfachhändler das Zukunftsgeschäft machen, bestätigt Gerd Schmidt, der neue deutsche Geschäftsführer von Mattel, in einem Interview. Vom reinen Spielcomputermarkt wird sich der Markt der Zukunft hin entwickeln zu einem Personal Computer Markt. Die Firma Mattel hat heute bereits die Produkte von morgen für den deutschen Rundfunk-Fernsehfachhandel, der unser Hauptabsatzkanal werden wird. Der Personal Computer, ein Computer, der für den privaten Haushalt gedacht ist und mit dem man nicht nur spielen kann, sondern mit dem man letztendlich lernen kann, sich selbst weiterbilden kann, zum Beispiel in Englisch oder Französisch oder im Bereich der Mathematik oder sonstigen Ausbildungswesen. Personal Computer, ein Markt der Zukunft, ein Markt, der für den deutschen Rundfunk-Fernsehfacheinzelhandel durchaus geeignet ist, denn letztlich können all diese Geräte nur in Verbindung mit einem Farbfernsehgerät benutzt werden und damit sind sie prädestiniert für den deutschen Rundfunk-Fernsehfacheinzelhandel. Auch der Marktführer bei Personal Computern, Commodore, setzt ja schon längst nicht mehr nur auf den Büromaschinenhandel, sondern verkauft seinen Volkscomputer VC20 erfolgreich über den Radio- und Fernsehfachhandel. Immerhin will Commodore in diesem Jahr mehr Heimcomputer verkaufen als alle Anbieter auf dem Markt zusammen im letzten Jahr. Videospiele werden dabei sicher mithelfen. So einfach wird das Programm gewechselt. Kartusche raus, neue rein und fertig. Das Gerätchen, für etwa 350 Mark, kann man zum Komponieren verwenden. Hören Sie selbst, was der Winzling kann. Las Vegas ist sicher auch der richtige Ort, um einarmige Banditen für den Heimgebrauch, selbstverständlich elektronische, vorzustellen. Was es zu gewinnen gibt, sieht man hier. Achten Sie mal auf das Männchen. Die Schrifteinblendungen ermuntern förmlich zum Weiterspielen. Ein Spiel für Wahnsinnige und solche, die es werden wollen, präsentierte Astrovision. Rund um die Uhr konnten Messebesucher gegen den Crack spielen und, falls sie gewinnen sollten, ein hübsches Sümmchen einstecken. Das Sümmchen erreichte keiner. Sind das die Lehrer der Zukunft? Für den kleinen Wissenschaftler gab es den simulierten Columbia-Start. Fischertechnik und Lego auf elektronisch. Astrovision schloss übrigens noch während der Messe einen Lizenzvertrag mit ITT in Freiburg über Herstellung und Vertrieb dieser Geräte. Kontrastvideo wird vielleicht bald auch Spiele anbieten. Ähnlich wie Videoprogrammkassetten könnten auch Videospiele eines Tages vom Händler vermietet werden, denn die Konsumenten sind unersättlich auf immer neue Spiele, die sie sich aber nicht unbedingt immer zum Grundgerät dazu kaufen möchten. 1000 unterschiedliche Spielprogramme überfordern den privaten Geldbeutel, also wochenweise Mieten. Ein neues Geschäft tut sich für den Handel auf, das selbst IBM Spielesoftware für seinen Personal Computer ankündigte, sollte zu denken geben.
Völlig überraschend boten auch Unterhaltungselektronikfirmen wie National Panasonic, Toshiba, NEC oder Sharp Kleinstcomputer an. Firmen also, denen man eher Videorekorder oder Hi-Fi-Anlagen zuordnet. Hier beispielsweise das Gerät von Panasonic, das mit allen Zusatz- und Peripherieeinheiten bequem in einen Aktenkoffer passt. Einschließlich Drucker, Telefonmodem und Speichereinheiten. Da diese Unterhaltungselektronikfirmen ja nur über den Rundfunk- und Fernsehfachhandel vertreiben, müssen sich die Händler wohl auf eine neue Produktionsgruppe einstellen. Dass diese Minicomputer für jedermann ein Geschäft zu werden versprechen, kann jeder selbst beurteilen. Schließlich sind die Namen, die dahinter stehen, keine abenteuerlichen Hinterhoffirmen. Der neue Trend war jedenfalls in Las Vegas unübersehbar. Auch wenn es scheinbar so spielerische Computertypen wie den Diet Track von Mattel gibt, ernst nehmen sollte man die Entwicklung. Was Diet Track bedeutet? Dahinter steckt der persönliche Diätcomputer, der dafür sorgt, dass die zu eng gewordenen Hosen wieder passen. Er gibt genau nach Diätplan an, wie viel Fleisch, wie viel Scheibenbrot, wie viel Gemüse und so weiter man pro Mahlzeit zu sich nehmen darf. Der Kampf gegen Fettpölsterchen und ausgewachsene Schwimmgürtel auf elektronische Art. Daneben ist der Computer auch noch ein normaler Taschenrechner. Und weil wir gerade bei den Taschenrechnern sind, die werden auch immer einfallsreicher. Da gibt es, wie hier bei Casio, eingebaute Boxerspiele und Geschicklichkeitsspiele. Oder hier mit Drucker. Von Taschenrechneruhren wollen wir gar nicht reden. Lieber von den Taschenrechnerorgeln, die immer musikalischer werden und per Lichtgriffel eingespeicherte Melodien jederzeit zu Gehör bringen. Wer etwas von Biorhythmus hält, für den ist der Rechner von Sharp das Richtige. Er druckt auch monatsweise die persönlichen Daten mehrfarbig aus. Es ist kaum zu glauben, wozu die Elektronikindustrie fähig ist. Die Innovationen folgen immer schneller aufeinander. Sie erinnern sich sicherlich an die Chicago-Messe. Sony und Marantz präsentierten dort Digital-Schallplattenspieler. In Las Vegas stellte nun auch Fischer seine Version vor. Der kleinste Plattenspieler der Welt. Die Platte, die ja mit Laser abgetastet wird und völlig unempfindlich ist, wird wie in einen Briefkastenschlitz gesteckt. Die Bedienungselemente befinden sich auf beiden Seiten oben. Spielzeitinformationen werden mit roten Leuchtdioden eingeblendet. Ein sehr handliches Gerät, das sicher auch in Kraftfahrzeugen Platz hat. Toshibas Version XR81 erinnert schon mehr an den Prototyp von Philips, wenngleich die Ausstattung wesentlich üppiger ist. Ein Gerät für Digitalfreaks, die lieber einen elektronischen Rolls-Royce als eine Klirrfaktor-Ente bevorzugen. Und Digitalschallplatten bringen tatsächlich absolut rauschfreien Musikgenuss, gar keine Frage. Umstritten ist ja immer noch, ob sich die digitale Tonbandaufzeichnung, die sogenannte PCM-Technik, durchsetzen wird. Zumindest stellten Sanyo, Hitachi und Fischer ihre Prototypen vor. Bevor wir uns mit dem Gerät von Fischer befassen, zunächst ein paar Grundbegriffe, wenn Sie sich noch nicht mit dieser Materie befasst haben. Was ist PCM-Technik? Gehen wir von einem Musiksignal, der Einfachheit halber von einem Sinussignal aus. Bei der Analogtechnik wird dieses Signal genau so aufgezeichnet und bei der Wiedergabe verstärkt wiedergegeben. Um ein Musiksignal zu erhalten, braucht man aber nicht unbedingt die gesamte Funktion, sondern es genügt, bestimmte Proben aus dem Signal zu entnehmen und anschließend wieder zusammenzusetzen. In regelmäßigen Abständen misst man den Pegel, der immer unterschiedliche Werte hat, und ordnet ihm die Zahl zu, die er aufgrund seines Wertes hat. Hier hätte er den Wert 50, hier 25
und so weiter. Es kommt darauf an, in wie viele Schritte man das Signal unterteilen will. Jede entnommene Signalprobe hat also eine bestimmte Hausnummer, die nun in eine Digitalzahl umgewandelt werden kann. Die Zahl 25 hieße dann 11001 und ist damit leicht zu speichern. Es gibt ja hier nur digitale Ja-Nein- bzw. 1-0-Werte, die elektronisch entweder Spannung oder keine Spannung bedeuten. Wert für Wert wird also auf dem Tonband in diesem Beispiel fünfspurig abgespeichert. Dieser Wert wäre dann 10101, was analog 21 bedeuten würde, also etwa diese Stelle. Es wird also nur das Nutzsignal gespeichert und nicht eventuell das zusätzlich vorhandene Rauschen. Bei der Wiedergabe werden die Signalproben wieder zu einem ganzen Signal zusammengesetzt. Das ist also die Pulscode-Modulation, die PCM-Technik stark vereinfacht dargestellt. Zurück zur Praxis. Hier sind diese PCM-Signale auf einem Monitor sichtbar gemacht. Sie kommen direkt von einem Videoband, das auf einem Videorekorder abgespielt wird. Eine echte Überraschung. Videorekorder zur Tonaufzeichnung. Auch wir haben gestaunt. Immerhin liegen die Vorteile auf der Hand. Bis zu 6 Stunden Musikprogramm, ohne dass man die Kassette wechseln muss. Da kommt auch kein Spulentonband mit, noch dazu mit rauschfreier Wiedergabe. Dieser modifizierte Videorekorder von Fischer kann also sowohl Videoprogramme aufzeichnen und wiedergeben, als auch nur Musik im PCM-Verfahren. Über Preise redet man allerdings noch nicht. Die dürften sich bei diesen Prototypen in astronomischen Höhen bewegen. In diesem Gerät werden die digitalen Signale wieder zu analogen umgewandelt. Weitaus preisgünstiger sind da schon die Mikrokassettenrekorder, deren zweite Generation in Las Vegas vorgestellt wurde. Jetzt gibt es auch schon kombinierte Kompaktkassetten-Mikrokassettenrekorder, wie hier Panasonics RSM 212. Vom Radio aus kann man beide Kassetten gleichzeitig bespielen, kann Kompaktkassetten auf Mikrokassette und umgekehrt kopieren. Die Winzlinge kann man dann an der Hüfte in Kleinstgeräten spazieren tragen. Das Fischermädchen demonstriert es hier ganz begeistert. Inzwischen gibt es eine ganze Auswahl an Geräten, beispielsweise nur mit Abspielmöglichkeit oder mit zusätzlicher Aufnahmemöglichkeit, mit eingebautem AM-FM-Radio und auch hier mit gegenseitiger Kopiermöglichkeit. Den Känguru Walkman kennen Sie ja schon. Begleiten Sie uns nun noch einmal auf einem Messebummel durch die Hallen und sehen Sie sich an, was es sonst noch Neues gab. This is a little bit different from normal transceivers. This is a Walkphone heißt dieses Gerät. Ein Miniatur-Walkie-Talkie, das fast völlig bedienungsfrei arbeitet. Es gibt VHF und UHF-Modelle. Die Besonderheit ist der kombinierte Leichtkopfhörer mit eingebautem Mikrofon,
sehr flexibel, wie man sehen kann. Die Tragemöglichkeiten sind vielfältig. Eine Hose sollte man aber schon anhaben. So könnte man allerdings bei uns nicht werben. Wo bleibt der Helm, Mädchen? Farbfernsehen mobil ist das Motto bei den immer kleiner werdenden Geräten. Dieser CT3311 von National Panasonic besticht durch eine ausgeklügelte Konstruktion und zweckmäßiges Design. Die Bedienungselemente sind so hervorragend untergebracht, dass wohl kaum die Chance besteht, dass etwas abbricht. Die Bildqualität und Auflösung kann sich sehen lassen. Der Sendersuchlauf ist automatisch. Purchase records and tapes have been sold for years. With an optional video camera, the owner can also make his own tapes. Video disc systems, which are on the verge of true national popularity, offer high-quality video entertainment and educational possibilities. They can play back programming, but cannot record it. Bleiben wir noch kurz bei Panasonic. Zur Travelvision-Familie gehört dieser Westentaschenfernseher TR1010P, der mit Vorsatzlinse das Bild um ein Drittel größer macht. Dazu gibt es die passenden Hi-Fi-Hörer. Immer höher entwickelte Technik wird in immer kleinere Gehäuse gebaut. Das ist der Trend. Auch Toshiba schwimmt auf der gleichen Welle. Das Bild ist exzellent. Bei den größeren Kalibern macht es Fischer nun Panasonic nach. Der Fernsehapparat wird zum Schrank und wertvollen Möbel. Besonders für jüngere Leute wird dieses mobile Aufnahmestudio interessant sein. Panasonics RX6000 hat alles in einem Koffer, was der Semi-Profi zum Aufzeichnen braucht. Stereorekorder, zusätzlicher Hall, kann auf die Eingänge gegeben werden, Echostärke variabel. Zwei Mikrofoneingänge, Gitarreeingang, Hilfseingang. Die Bandgeschwindigkeit ist regelbar und auf 1000 Hertz justierbar. Die Anpassung der Eingänge erfolgt mit dem Schieberegler. Impedanzprobleme gibt es hier nicht. Für große und kleine Uhren bietet Sony seine Miniaturkopfhörer an. Bei haarigen Zeitgenossen wird das Anlegen am Ohr allerdings auch eine haarige Sache. Genau wie bei diesem Elektronik-Gag. Die Sonnenbrille mit eingebautem Radio. Der Ohrhörer wird in den Brillenbügel gesteckt. Der Tuner ist ganz winzig, die Antenne wurde sinnigerweise im Bügel untergebracht. Weiß Gott, wie viele Leute diesen Stöpsel während der Messe schon ins Ohr gesteckt haben. The Sony Sound Crew heißt diese mobile Hi-Fi-Familie für die aktiven Tonbandamateure. Sie bestehen aus neuartigen Stereo-Mikrofonen. Der Schall wird aus drei Richtungen aufgenommen. Die Mikrofonfernsteuereinheit mit eingebautem Equalizer und variablem Mikrofonöffnungswinkel.
Das winzige Mischpult kann sich durchaus mit den größeren Brüdern messen. Vier Kanäle erfüllen eigentlich alle Forderungen. Die Anschlüsse haben Kinnschnau. Bei Sampo entdeckt. Der Dreifachfernseher für Programmvorschau und Kinderzimmerüberwachung, vorausgesetzt man hat eine Videokamera. Parabolantennen für den weltweiten Satellitenempfang. Die Amerikaner haben sage und schreibe schon 15.000 dieser Dinger in ihren Vorgärten installieren lassen. Bis zu 24 Satellitenprogramme sind mit diesen Parabolspiegeln zu empfangen. Rund 30 Anbieter kämpfen dabei um die Marktanteile. Mit einem Auge schielen sie dabei auch nach Europa, wo sie in der Zukunft ein großes Geschäft wittern. Insbesondere, wenn Radio Luxemburg mit seinem TV-Strahlemann in die deutschen Wohnzimmer bläst. Schon für etwa 800 Mark bekommt man eine brauchbare Komplettanlage. Ein Trend, der in einigen Jahren auch aus den Staaten zu uns herüberschwappen kann. Dieser DeLorean, das einzige rostfreie Stahlauto der Welt aus Großbritannien, beherbergt eine Menge Saft- und Kraftelektronik. Wie es bei ihm unter der Haube aussieht, ist hier an einem anderen Modell zu sehen. Nach Auffassung einiger Firmen sollen die Automobile mit 180, 240, 340 Watt Musikpower ausgestattet werden. Die Kofferräume werden mit Elektronik vollgestopft. In den USA scheint es offensichtlich weitaus mehr Schwerhörige zu geben als bei uns. Immerhin wäre es interessant zu erfahren, was die Polizei meint, denn schon ein Walkman kostet ja 20 Mark Strafe bei Benutzung am Steuer. Asterix der Gallier hat eben doch recht, die spinnen die Amis. Manches ist tatsächlich heiße Luft, und wenn es nur im Freiballon ist. Oder hier der Gag für Brummifahrer, die Laserantenne, die einen Lichtschweif wie ein Komet nach sich zieht. Die nachfahrenden Autos werden sich freuen. Was hier aussieht wie die Herdplatten eines Puppenherdes, ist ein Schlagzeug, ein elektronisches, genannt Synsonic Drums von Mattel. Wer in einem Einzimmerappartement kein komplettes Schlagzeug aufstellen kann, kann wenigstens hiermit die Nachbarn zum Wahnsinn treiben. Bevor uns diese Roboter was Böses antun, wollen wir uns lieber gleich von ihnen verabschieden. Das war das Wichtigste von der International Winter Consumer Electronics Show 82 in Las Vegas. Und wir sehen uns wieder im Sommer zur Chicago-Messe. Natürlich werden wir uns dort wieder für Sie nach Neuheiten umsehen. Bis dann also, auf Video!